Leute, willkommen zu einer weiteren Episode der wunderbaren, großartigen Fanpost auf Nerd Factory. Ich freue mich, mal wieder dieses wunderbare Format aufnehmen zu dürfen. Ihr wisst ja, ne, man hat hier wunderbare Sachen, man hat Briefe, Pakete und 2,20 Meter Pakete. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet, denn ja, wir haben heute wieder einige Sachen da, die wir öffnen werden. Disclaimer an jeden, der dieses Format jetzt gucken sollte und sich gerade denkt, wow, der Fanpost, ich muss ihn jetzt was schicken. Nein, bitte tut es nicht. Ich habe noch zu viel Fanpost da und ich möchte gerne das alles abarbeiten. Disclaimer zu Ende. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Umschläge schon bei mir rumgeistern. Ich meine, der hat schon eine andere Form angenommen. Warum hat sich das Papier so gewölbt? Finden wir es heraus, würde ich sagen. So, gucken wir einfach mal. Ach du Heilige. Leute, was haben wir da denn Schönes drinne? Okay, wir haben einen Brief. Lieber Zero, beziehungsweise lieber Dario, ich bin es Papaya, du kennst meinen Namen ja. Kannst mich auch einfach Paya nennen. Ich habe deinen Kanal vor 2 Jahren gefunden. Das erste Video, das ich von dir gesehen habe, war Top 5 meine Lieblingslegendären Pokémon. Ein grandioses Video. Nein, Spaß, meine damaligen Videos waren nicht gut. Ich fand dich direkt sympathisch und habe dich direkt abgefeiert. Aber nach einem Monat war bei mir in der Klasse viele andere Schüler, die im Hype, beziehungsweise andere Spieler irgendwie kamen, sodass ich mich anpassen musste und mit Pokémon aufgehört habe. So habe ich die Zero Army für 1 Jahr verlassen. Das ist wirklich sehr traurig. Nach 1 Jahr habe ich den Kanal wiedergefunden. Das war die Ultrasonne-Ultramond-Trailer-Reaction-Zeit. Ich war durch dich wieder im Pokémon-Hype. Am Anfang habe ich mich nicht so getraut, Kommentare zu schreiben. Doch nach einer Weile habe ich es dann doch durchgezogen und bin in die Community auf jeden Fall hineingewachsen. Papaya, holy shit. Ich werde den Brief jetzt nicht komplett vorlesen. Ich werde das meiste, denke ich, einfach mal für mich selbst lesen. Ehrenaktion. Ich glaube, die Nachricht von Papaya kommt auf jeden Fall rüber. Wichtige Sache, Leute. Lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten unterbuttern, nur weil ihr irgendwas mögen solltet, was andere nicht mögen. Andere Rede, wir haben hier einen... Holy Banoni. Das ist ja verdammt geil. Und zwar hat Papaya uns ein Pokédex gemacht. Und dieser Pokédex, der sieht erstmal richtig old aus. Seht ihr, ne? Das ist ein wunderbarer Papierlook mit Inkognito-Schrift. Und wenn man das aufmacht, passt auf, das sieht richtig geil aus. Ne? Dann haben wir Kilogramm, Typ, Wesen. Was ist das? Alles krass. Bericht und alles, Bezeichnung. Hier auch Schatten Mewtwo. Mega cool. Da hatten wir noch hier Proto-Mega-Rayquaza. Also, das sieht verdammt geil aus. Natürlich die The Zero of Time-Karte. Mhm. Mega geil. Oder auch Ludario. Also Papaya, da muss ich wirklich sagen, das muss ich mir alles mal in Ruhe angucken, gerade die ganzen Texte. Das ist super süß, das ist einfach mega süß und deswegen feiere ich dieses Format halt einfach so. Ich werde die Fanpost in dem Sinne jetzt etwas schneller gestalten, damit wir halt die ganzen Sachen eher abarbeiten können. Vielen Dank für das Ganze. Hoppala, was mit dem Kabel? Ah, nein! Technik ist nicht so meins. Bevor wir den Riesenangel öffnen, öffnen wir erstmal einen kleinen Brief. Und dieser Brief ist... steht kein Absender drauf. So, wir legen mal alles raus, was da rausplumpst. Also wenn man sowas sieht, dann weiß man sofort, das hat kein Junge gezeichnet und geschrieben. Sarah heißt sie. Lieber Dario, ich schaue den Videos jetzt schon seit einiger Zeit und liebe sie. Vor allem deine Pack-Openings. Ich feiere dich, die feiere ich total. Mit ihnen entspanne ich nach der Arbeit immer. Ich fieber immer mit dir mit, bis es zu einer allem entscheidenden Karte kommt. Und ich freue mich mit dir, wenn du eine GX oder eine Rainbow oder eine andere Karte ziehen solltest. Auch wenn du nichts Besonderes siehst und der Bildschirm zu schwarz-weiß wechselt und die traurige Musik kommt, möchte ich dich knuddeln und trösten. Sarah, das ist super lieb. Dank dir habe ich wieder angefangen, Pokémon-Karten zu sammeln. Und durch etwas Glück schon eine Xerneas GX gezogen. Okay, Brief sind ein paar Codekarten. Pokémon-Karten von diesen würde ich gerne mit einem Autogramm wieder zurückhaben. Du bist einfach der Beste. Wir, deine Zero Army, sind froh, dich zu haben. Du erfüllst uns mit Lachen und Freude. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Bleib immer so, wie du bist. Mach weiter so. Liebe Grüße, deine Sarah. Sarah, das ist super lieb und super süß. Vielen, vielen Dank für den Brief. Wenn das nicht ein sickes Lucario ist, dann weiß ich auch nicht. Sehr, sehr geil. Wir haben hier einige Codekarten noch. Ne? Super cool. Den Rückumschlag und wie gesagt, die Karten, wo ich halt ein Autogramm raufknallen darf. Das sind diese an der Zahl. Oh Leute, was habe ich denn hier zwischen meinen Beinen? Oh mein Gott. Was haben wir da denn? Die gute Angelrute von Richard. Ich bin jetzt gehypt. Ich bin jetzt ge... Was ist hier drinne? Ich will geöffnet werden, steht auf... Wir gucken einfach mal, was hier raus... Hilfe! Ah, ich habe einen Brief gefunden. Sehr, sehr lit. Okay. Hi Dario Zero, ich heiße Richard und schaue deine Videos schon seit 1 Jahr. Und als ich dich sah, war ich sofort gebannt. Feier jedes Videos von dir. Richard, du? Ich. Ein Candlelight-Dinner mit deiner riesigen Angel! Nein, Spaß beiseite.
Du bist mein Lieblings-YouTuber. Jetzt will ich nicht lange labern, also in meinem Päckchen ist ein Paket drin. Ein paar kleine Zeichnungen und Karten. Ein Papierknüdel, okay. Mit einer Überraschung drin. Jetzt bin ich gespannt. Eine kleine Bitte noch von mir. Könntest du mir einen Brief zurückschreiben und diese Karte unterschreiben? Richard, mein Freund. Ich habe eine Angel erwartet, aber habe ein Pfeil in diesem Brief gehabt. Spaß beiseite, alles cool. Richard, vielen Dank für den Brief. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und natürlich kannst du diese Karte zurückbekommen. Der Gute hat auf jeden Fall noch eine Zeichnung reingepackt von einem Bisasam, was sehr gut aussieht. Also, Bruder, jetzt mal for real. Ich würde es nicht besser hinkriegen. Dann haben wir hier noch ein Pikachu. Guck dir das an! Der Donnerblitz in seinen Augen! Wenn man den Fokus bekommt, ich hoffe, der Fokus sehe ungefähr. Der ist einfach am Weinen. Das ist der weinende Donnerblitz. Das ist insane. Da haben wir hier noch das weinende Pikachu gegen. Ich dachte ja, das wäre ein Delfin, aber das ist ein Mega Lucario. Das ist wahrscheinlich das Pokémon Tekken Logo. Auch nicht schlecht getroffen, auch wenn Pikachu irgendwie ist. Shield. Shield-Kachu. Wer kennt's nicht? Aber gut, wir haben hier noch ein paar Zeichnungen von einem Chibi Groudon und Chibi Kyogre. Auch super cool, super insane. Warum er jetzt mir noch. Ah, so. Deswegen ist das eine große Angel geworden, weil der Gute mir einen guten Kalender geschickt hat, wo er auf der Rückseite ein Herz für Zero of Time gepackt hat. Das ist ja wie ein Herz für Tiere. Leute, wisst Bescheid, ne? Ruft gerne an für ein Herz vom Zero of Time. Vielen Dank. Der Gute hat einen Prank für mich. Und ich will geöffnet werden. Und was haben wir hier noch? Die sind nicht alle echt. Sind das die Fake-Karten der Fake-Karten? Oh! Ja, moin! Greninja mit 13.000 HP. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Ja, ich spiele Greninja! Ja, das war's, ne? Da hast du auch gewonnen, wenn du das Ding spielst. Das kriegst du nicht kaputt. Dann haben wir hier noch ein wunderschönes Turtok EX. Auch mit 18.000 HP. Im Gegensatz ist diese Karte, glaube ich, echt, die er dazu gepackt hat. Das ist wohl Nona GX. So wie eigentlich eine EX-GX-Karte glitzern sollte. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Dann werden wir mal das Öffner-Pack aufmachen, wenn ich das hoffentlich vernünftig aufmache. Ich weiß nicht, was kann denn da drin sein? Eine Coin? Vielleicht ein Goldstück? Vielleicht ein Schokodrop? Vielleicht? Ist es einfach nur eine Nachricht? Lol. Es ist ein Zoroark-Stecker. Den habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt mal for real. Der sieht echt gut aus. Der glänzt so wie so ein Orden. So, pling. Ich bin Ash Ketchum Salabastia. Pling. Und ich habe den Orden gewonnen. Der hat immer eine coole Pose gemacht. Wisst ihr? So. Ich weiß, das Ding ist jetzt nicht im Fokus, aber ungefähr so war das. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Wir haben noch einen Prank. Gucken wir einfach mal. Zack, zack, zack. Was soll denn ein Prank sein? Wie kann ich denn einen Prank verstehen? Ist er einfach... Okay, ich versteh's schon. Ich versteh's schon. Ja, ey, jetzt mal for real, Alter. Was ist denn jetzt hier dein Problem? Yo, okay. Loser DGX haben wir hier. Deden, Wumpel, Merrill, Knogger Break. In der wunderbaren Qualität, Leute. Die Ecken, die sind gar nicht abgeranzt. Also wenn ich sowas sehe, ne, das ist wie der Lehrer damals in der Schule. Wenn der Eselsohren in irgendwas sieht, der rastet gleich aus. Der rastet sofort aus. Ja, komm, eine Sache machen wir noch auf. Ach, wie süß, was haben wir hier denn? Das ist ja mega geil. Der Dude hat uns einfach einen Booster zugeschickt. Das ist ja mega knuffig. Haben wir auch einen Brief hier? Also, wenn wir keinen Brief haben, dann bin ich sehr enttäuscht. Lieber Zero, ich fahre deine Videos und Livestreams. Abnormal. Dankeschön. Beim Ausmisten habe ich ein paar Karten gefunden, mit denen ich vielleicht... Was? Mit denen du was vielleicht anfangen kannst. Im Paket 1 findest du normale Pokémon-Karten. Paket 2 findest du seltene Karten. Und ich wollte dir nur sagen, mach weiter so. Liebe Grüße, dein Fan Gui? Ich weiß nicht, ob ich es falsch ausspreche vielleicht. C? Ist das ein C oder G? Kann auch ein C sein. Vielleicht Gui auch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall weißt du ja, wer gemeint ist. Vielen Dank für den Brief, ne? Super, super, super nett. Der hat uns Booster geschenkt. Und Toilettenpapier, Leute. Falls ich mal wieder richtig... Das sind wahrscheinlich Karten aus Sonnemond. Ein schönes Eis. Gelatvino. Carpador, Golbit, Mankey. Auch Reverse-Karten. Okay, stark. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, er sagt ja, das sind die normalen Karten. Das sind seltenere Karten. Von daher denke ich mal hier so, das ist schon das Holo-Toilettenpapier. Ne? Also damit können wir schon den Hintern blitzeblank wischen. Einfoliert. Okay. Das ist eine Schatzkammer, Leute. Das ist eine Schatzkammer. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Impergator aus Neo Genesis. Das ist ein uraltes Set aus dem Jahre 2000. Wer diese Karte damals kannte oder gekannt hatte, einfach mal Hashtag Retro in die Kommentare. Apropos Hashtag Retro. Wollt ihr wieder? Hashtag Retro Samstag. Oder einen anderen Retro-Tag. Gerne in die Kommentare damit. Darkrai Level X. Sehr geil. Relaxo. Ist, glaube ich, die Promo-Version aber. Necros Magix und Quajutsu in der GX-Form. Ich muss ehrlich sagen, dieses Impergator ist eine Karte, die ich damals aus meiner Kindheit, die wollte ich immer haben. Landet aber, wie gesagt, alles in den Community-Ordner rein, werde ich euch auch noch zeigen. Aber, wie gesagt, freut euch drauf, wenn ich den auf
machen werde. Oh, ich weiß Bescheid. In drei sind gigantisch viele Codekarten drin für TCGO-Livestreams. Freut euch drauf, wird super insane. Und ich würde sagen, wir closen dieses Opening mit einem wunderbaren Booster, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob er das schon mal geöffnet hatte, aber wie es aussieht, nicht. Von daher, Kartentrick. Hoffen wir einfach nochmal, dass wir ein bisschen Glück haben werden. Und von daher, meine Damen und Herren, wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Däumchen nach oben geben. Ich verabschiede mich mit einem Knall. Tandrak.